Hallihallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ni no Kuni 2. Ja, wir sind hier im Knuffiwald, haben einmal diesen merkwürdigen Kerl da getroffen. Ich weiß nicht, ob wir jemals mit dem sprechen sollten. Er gibt einen zum Austausch von 10 Käsestein-Zitronenbonbons, die kurzzeitig unsere Stärke im Fernkampf verbessern. Aber, er ist so merkwürdig. Oh Gott, und wir haben auch noch einen neuen Eintrag im Büchlein. Ach du Kacke, so wie Angst. Ah. Okay. Ja, die finde ich immer noch am besten, die von Shanti selber. Lass ein Kapier irgendwie MacBook funktioniert. Vor allen Dingen, die schreibt immer Pierre mit J-E-R. Es ist, ich finde es sehr lustig. Ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam, die kleinen Kommentärchen und alles lesen. Sogar dieser Ilvar, den wir besiegt haben bei der einen Schlacht. Selbst der benutzt einen von diesen Dingern. Sehr schön. Das Interessante ist, ich kann sogar einen Fernkampf nutzen als Annäherung zum Nahkampf. Bin ich mal gespannt, was das für vorne für ein Viech ist. Ich will aber eigentlich relativ unauffällig an dem vorbei. Was für ein abgefahrenes Teil. Besessenes Monster, okay. Ja, wir könnten es ja trotzdem versuchen. Dämonen auch ausgesetzt waren, werden besessene Monster genannt und stellen ein bisschen neue Fahrrad ganz gerne, okay. Wir kriegen jeden an, der sich ihnen nähert, weshalb auf ihrer Seite ein ordentliches Kopf zu gehen. Okay, stich ihn, wenn du ihm traust. Alles klar. Ja, wozu gibt es denn die gute alte Speicherfunktion? Speichern. Kann ich ja auf der Weltkarte jederzeit machen. So. Und trauen wir uns einfach mal. Go, go! Oh, 22. Puh. Wenn es nur der ist, dann geht's vielleicht sogar noch. Probieren wir es mal. Puh, der macht aber auch gleich so viel Schaden. Nee, das wird so nichts. Nee, das wird höchstwahrscheinlich nichts. Nein, 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 das Viech ist zu hart. Das ist gerade zu stark für uns. Game over. Vom letzten Schleichpunkt. Yes, please. Okay, das Teil ist zu heftig für uns. Dann lassen wir es bleiben. Hat davor gespeichert, ne? Ja, davor hat es gespeichert. Sehr gut. So, dann machen wir uns auf den Weg zu Nierswald.
Hier wird es allmählich auch recht hübsch hier. Das nicht abhauen, Kollege. So, fertig. Vor allen Dingen diese kleinen Prismen brauchen wir wahrscheinlich auch für irgendetwas. So, weiter geht's. Ah, kurz und schmerzlos. Hm, was ist denn das? Der Dämmerwald. Gibt's ja viele kleine Wälder hier, ne? Tatsächlich. Ab erst mit dem Knuffiwald und jetzt der Dämmerwald. Schauen wir mal. Ah, die Viecher sind nicht überstark. Oh, und ich habe einen neuen Schussangriff anscheinend gelernt. Der Wuchtschuss. So, gucken wir mal weiter. Da waren wir noch nicht. Da ist wieder so ein Speicherpunkt und da ist wieder so ein Tor. Mhm. Hat doch damals schon gesehen. Das Interessante ist, wir haben immer noch keine Ahnung, was man mit diesen Toren machen soll. Aber wir finden immer mal wieder welche von denen. Bin ich mal gespannt. Vor allen Dingen gibt es hier keine Reisepunkte oder irgendwas, wodurch ich es mir leichter machen kann, dass ich es mir merke, dass es die hier gibt. Also wird das wahrscheinlich irgendwas sein, was wir im Laufe der Zeit mal aufsuchen müssen. Sei es Storygründen, sei es Bosse, Nebenbosse oder sowas in der Art. Oh, was ist das für ein Viech? Spora Magna. Die haben wir doch in diesem Mechbruch gefunden. Alles gut. Ein paar poröse Kunstlederstiefel bekommen. Gucken wir uns gleich mal an. Und eine helle Wespe. So, immer schön die Ausrüstung checken. So, da ist nichts Neues. Helle Wespe, die ist aber allerdings schon für uns komplett uninteressant. Dann eine poröse Kunstleder. Naja, nicht viel besser als unsere Feldschuhe, aber wobei Magieabwehr ist dabei dem besser. So. Aber die löchrige. Die hat halt dafür Windresistenz, können wir schon machen. So, weiter geht's.
Auf jeden Fall sehr hübsch hier, allerdings auch wieder ziemlich leer. Ich glaube, außer einigen wenigen Gegnern gibt es hier nicht viel. Oh, was ist das? Oh, wieder so ein besessenes Viech. Was ist der Level? Level 24. Nope. Nein, danke. Also ich glaube, wir sollten uns mit den Viechern am besten erst anlegen, wenn wir, ich weiß nicht, so ungefähr 4 Level über deren ihren Level sind. Weil ich habe so den Eindruck, die sind auf dem Level unschaffbar und auf dem gleichen Level sehr schwer und auf den einigen Leveln drüber trotzdem noch eine Herausforderung. Habe ich so den Eindruck? So. Easy peasy. Natürlich nichts vergessen, was wir hier nichts liegen lassen. Eigentlich hätte ich jetzt noch einen Gnuffi-Schrein erwartet. Gucken wir mal. Aber es sieht nicht danach aus. Nein. Ziemlich Gnuffi-frei hier. Und gehen wir gerade wieder zurück zum Eingang. Können jetzt natürlich kein bisschen beschleunigen, aber wir werden trotzdem uns mal hier frohen Schrittes auf dem Weg zu Nierswald machen. Ich habe eigentlich erwartet, dass wir noch ein paar in diesen Nebenbereichen, dass es da nochmal ein bisschen, ja, was Interessantes gibt zu Nierswald. Aber anscheinend Nierswald selber ist das, wo wir hin müssen. Alles andere ist für uns eher, so lala. Von dem her. Ab und zu wollte ich halt mal so ein bisschen Ausschweifungen machen von der Haupthandlung. Jetzt habe ich mich allerdings, glaube ich, verirrt. Ah, halt, stopp, da ist etwas. Achso, das war ja die Geschichte. Ja, alles gut, alles gut. Hier werden wir irgendwann mal, glaube ich, so habe ich das Gefühl, werden wir irgendwann mal wieder dorthin müssen. Bis die Folge rauskommt allerdings, wird es wahrscheinlich schon die ein oder anderen Guides dazu geben, weil die Leute einfach schon früher und schneller gezockt haben als ich. Ja, ja. Ja, bis die Freischaltung bei Steam kam, hat es halt ein bisschen gedauert, bis 18 Uhr am Abend. Und irgendwann war es dann endlich mal verfügbar, habe ich gesagt, jo, jetzt lege ich los. Allerdings, naja, so ist das halt so. Zieht sich halt ein bisschen. So, Evan hat sich in der Zwischenzeit um einen anderen gekümmert. Sehr gut. Vor allen Dingen gibt es verschiedene Arten von Feen. Die Flausche-Fee und die ganz normale Puste-Fee. Ich versuch's auf die gute alte Fernkampfaktion, wenn es nicht anders geht. Oh, diesmal sogar grünes Prisma. Und ein Abwehrtalisman. Cool. Ich frage mich, was das für ein Eingang ist.
Wird wahrscheinlich nur einer der Nebeneingänge sein zu dem Wald. Weil der Wald ist wahrscheinlich nicht ohne, von der Größe her. Direkt runter. Nee, das ist alles auch anscheinend ein reißender Fluss. Da können wir nicht durchlaufen. Also müssen wir so herum. Kann man da eigentlich rüber? Tatsache. Ah, da ist noch eine Schatztruhe, die ich noch gerne haben will. Magischen Angriff. Zählt das schon? Oh, das macht gut Schaden. Das hat tatsächlich gut Schaden gemacht. Au. Okay, Kumpels haben geregelt. Sehr schön. Drüben gibt es auch noch ein Gebäude, was mich interessiert. Ich glaube, wir gehen uns mal ein bisschen umschauen, noch ein bisschen ausschweifen. Aber nicht allzu lange. Ich habe eigentlich schon seit zwei Folgen vor, zum Nierswald zu gehen und ich schweife ständig ab. Was ist es bei solchen Spielen? So Open Worlds. Mehr oder weniger Open World. Das Gebäude finde ich interessant. Der Waldschrein. Was hat es damit auf sich? Okay, starke Viecher. Nope, 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 nope. Dann gehen wir doch wieder zum eigentlichen Ziel. Aber beides da oben sieht auch interessant aus. Gell, das ist fies, ne? Es gibt so viele interessante Dinge. Aber ich glaube, das ist also so ein besessenes Viech. Mit Level 40 oder sowas. Wird sich jetzt gleich zeigen, aber ich habe so eine Vermutung. Woher weiß ich sowas eigentlich? Level 46, ach du Kacke. Und dann auch noch so einer. Puh, es war noch nicht mal der eine Drache, den wir gesehen haben. Der Blitzdrago oder wie der hieß. Der war Level 50, aber ein normales Viech. Wahrscheinlich aber trotzdem sehr stark, so ist es nicht, aber ja. Jetzt gehen wir noch die eine Schatztruhe holen und dann gehen wir endlich in Nierswald. Nach Nierswald, so. Weil in Nierswald hört sich irgendwie komisch an. Wir sind die ganze Zeit gefokust hier. Diese Ork-Typen sind ganz schön heftig. Aber ist echt ganz schön stark. Besonders wenn man sie einmal physisch von denen gefokust wird. Und diesen Drehangriff machen, diesen Wirbelangriff. Oh. Nervig. Vor allen Dingen so stark, man kann danach auch nichts mehr dagegen machen. Versuchen auszuweichen und scheitern. Mehr kann man da nicht machen. Kein Problem. Ein Schlachtbogen. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Ein Schlachtbogen. Hört sich ja ganz schön heftig an, ganz schön stark an. Oh, noch Hartholzbogen sogar.
Okay, der Schlachtbogen ist sogar eher noch eine Stufe drunter. Interessant. So, gehen wir gerade mal weiter. Stellen wir uns mal die eine Truhe hier. Oh, eine helle Lederrüstung. Bin ich ja gerade mal gespannt, was die so für Effekte hat. Ja, wobei ich eigentlich gerne die Rüstung schon bei Evan lassen würde. Sakrale Tunika, die hat einfach verdammt gute Stats für Magieverteidigung. So, jetzt machen wir es auf zum Eingang. Da vorne sehe ich den schon mit den ledernen, ja, ledernen Pflanzengedöns, was auch immer das ist. Kenne mich nicht aus in der Pflanzenwelt, sorry. Bin mal gespannt, ob der uns eigentlich so wohlwollend empfängt, dieser Mir. Ist kein Problem. Ein faltiger Umhang. Können wir uns auch mal anschauen. Und eine Wuchtwumme. So, die Wuchtwumme würde ich mir mal anschauen. Okay, nicht mal so speziell. Dann haben wir noch einen Umhang, aber der ist anscheinend so wenig nennenswert, dass wir uns um den gar nicht Sorgen machen sollten. Das ist Niaswald. So, die Truhe schnappe ich mir natürlich noch mal ganz kurz. Tüpfchen Aroma. Na dann. Niaswald. Lang genug hat es gedauert, aber wir sind da. Oh, das ist schon was ganz Besonderes hier. Was ist denn dieses Goldora? Mhm. Goldorado, okay. Mhm. Die Bäume sind verdammt groß. Aber diese Schriftzeichen, die sie hier überall verteilt haben, die lassen so drauf schließen, dass irgendwas im Busch ist. So, erstmal speichern, wie sich so gehört. Schön. Ja, was es mit diesen Streifen, mit diesen Schriftzeichen und so zu tun hat, auf sich hat, werden wir auch jetzt mal, wäre ich auch neugierig. Oh, Pilze. Ha, sweet. Solange es essbare sind. So. Anscheinend kann man auch in die Bäume reinkriechen, ja. Da gibt es auch noch was. Eine Chromlanze. Sehr schön. Tue ich auch mal geschwind an unsere kleine Shanti übergeben. So. Gucken wir mal. Was habe ich noch? Oh, die ist aber richtig selten. Und die nicht ganz so seltene mache ich als Sekundärwaffe. So, weiter geht's. Sollte auch ab und zu auf die Wuchtladung achten, aber eigentlich achte ich erstmal primär auf den Schaden. Und danach kommt die Wuchtladung. Hm.
natürlich auf den Charakter, was für ein Bezug vor allen Dingen bei ihm ist. Mehr Magie oder Angriff. Also, physischen Angriff. Alles kein Problem. So, einmal den, die Kollegen platt gemacht. Schauen wir uns mal, was auch immer da hinten ist. Sieht auch schon wieder nach Truhe aus. Ah, Gegengift, okay. Ist eigentlich dann recht praktisch, wenn wir dann Items hätten, die gegen Gift, so Giftresistenz haben. Auch wenn wir dafür vielleicht ein bisschen weniger Abwehr haben. Ja, wieder so eine Engelsträne. Können wir das zwischendurch doch mal gebrauchen. Wir sterben nicht häufig zurzeit, aber es passiert. Da vorne stehen auch schon Leute. Den werden wir uns auch gleich mal unterhalten. Dann ab und zu werde ich mal Shanti austauschen für ihren Vater, für Zoran. Sehr häufig mache ich kritische Treffer. Was sehr cool ist, weil ich halt auch dadurch sehr schnell die Kämpfe beenden kann. Läuft gut bei uns. Mache nur immer wieder kleine Umschweife, so wie jetzt gerade. Schaue mich einfach mal ein bisschen um. Ich bin einer von diesen RPGler-Leuten, die spielen das Spiel nicht einfach nur, sie befassen sich so wirklich mit der Gegend so ein bisschen. Das quasi eingesammelt nach dem Kampf, auch interessant. Bewegt mich dadurch aber auch auf der Haupt im Dungeon normal auch ein bisschen schneller. Lustig. Ah, das ist eine Truhe, sehr gut. Ja, dann gehen wir mal zu den netten Leuten darüber und fragen mal an, was da los ist, was denen auf der Seele brennt. Kommen wir dorthin? Ja, einfach nur vorsichtig entlang laufen hier. Alles klar. Oh, da durch das Wasser laufen. Achso. So tief war das gar nicht. Na gut. Gehen wir mal zu netten Leuten darüber. Sprechen mal einen Takt mit denen. Was ist denn los? Ui. Oh, tatsächlich auch noch immer das Katzbuckel. Ja, Tatsache. Whoa!
Und dann haben wir ja mehr oder weniger jetzt zufällig einen Koch rekrutiert für unsere Sache. Thanks. Naja, vieles ist im Moment nicht. Einige Zelte halt, ne? Also aufgeregt scheint das schon mal zu sein. Uns gegenüber sind sie ein bisschen kooperativer als dem Kleinen. Da. Ha, sollen wir jetzt noch in der Folge zu mir? Ich überlege, ich denke, das machen wir auch tatsächlich. Scheinen aber auch ihre eigenen Sorgen zu haben, die Kollegen hier. Ja gut, wenn es nicht allzu weit ist, dann können wir das ja noch in diesem Part machen. Oh, tatsächlich. Da ist er ja schon. Guten Tag, Herr Mr. Nier. Oder Nür. Ja. Oh, da kauft uns nicht ab, dass wir der König sind. Shanti. Ach so, okay. Der hat selber sein eigenes Problem hier wahrscheinlich mit den Leuten, die diese Markierungen gegeben und auf die Bäume gemacht haben, ja, diese Goldorado-Typen da. Sixtinus. Okay. Hi. Sag bloß, er hat seinen Wald verspielt. Mit viel Geld. Pfandsiegel, okay. Oder hat er einen Plan? Yes. Toll, dann müssen wir jetzt in ein anderes Königreich einfallen, um unser eigenes Königreich zum Aufbau zu bewegen. Hört sich zumindest so an, ne? Mhm. Der war früher anscheinend auch ein netter Kerl, dieser Sextinus.
interessant. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, wir machen an der Stelle Schluss für diese Folge. Machen noch ein kleines Päuschen, sehen uns in der nächsten Folge von Ni no Kuni 2 wieder. Machen uns auf den Weg nach Goldorado, werden hoffentlich dann diesen Sixtinus treffen und ihn überzeugen können, den Wald ja, zurück an Nier abzugeben. Aber ich glaube, das wird nicht ganz so leicht, werden wir mal sehen. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.